Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 10, Tag 19. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ich hoffe, das Leben ist gut zu dir, so wie es sein soll. Eigentlich sollte es so sein und es sollte nicht so sein. Wenn du das Zoe-Leben lebst, geht es dir gut. Wenn du das Psyche-Leben lebst, geht es dir nicht so gut. Wenn du das Leben von Christus lebst, geht es dir sehr gut. Wenn du dein eigenes, egoistisches Leben lebst, nicht so gut. Denke daran, es gibt ein Leben, das dir gehört. Es ist das Leben Jesu. Es ist kein selbstbezogenes Leben. Nachdem Paulus den Korinthern gesagt hat, dass sie den geistlichen Fortschritt ihrer Brüder und Schwestern fördern sollen, macht er in Vers 24 eine schöne Aussage. Er sagt: Versucht also nicht immer das, was am besten für euch ist, auf Kosten eines anderen zu erreichen. Denke darüber nach, dass dies in der heutigen Welt nicht einmal als falsch angesehen wird. In der Welt von heute ist es völlig normal, so zu leben. Die Menschen bereichern sich auf Kosten anderer. Menschen pushen sich auf Kosten anderer hoch. Menschen werden auf Kosten anderer sehr wohlhabend. Wir dürfen dem nie und niemals nachgeben. Mir gefällt, dass die Passion-Übersetzung nicht sagt: Strebe also nicht nach dem, was für dich am besten ist. Das sagt sie nicht. Sie sagt: Versuche nicht, das Beste für dich auf Kosten anderer zu erreichen. Mit anderen Worten: Benutze nie jemanden, um dein Leben besser zu machen, sondern nutze dein Leben, um das Leben anderer besser zu machen. Es ist so einfach. Jedes Mal, wenn du Menschen benutzt, sündigst du. Als der Herr mir zeigte, dass wir niemals Geld lieben und Menschen benutzen dürfen, sondern immer Menschen lieben und Geld benutzen, wurde mir das so heilig. Wenn ich Menschen sehe, kann ich nicht einfach mein Leben besser machen, indem ich sie ausnutze. Das hat mich so stark getroffen. Im Vergleich zu vielen anderen Leuten haben wir keinen großen Dienst, aber andererseits sind wir an der größten Sache beteiligt, die es gibt, nämlich dem Reich Gottes. Als Gott anfing, mir zu vertrauen und mir immer mehr Verantwortung für Menschen zu geben, gab er mir diese einfache Erkenntnis. Das ist meine Definition von geistlichem Missbrauch. Was ist geistlicher Missbrauch? Geistlicher Missbrauch ist sehr stark mit sexuellem Missbrauch verwandt. Ich erkläre dir warum. Menschen, die Nachforschungen angestellt haben, fanden heraus, dass die Symptome von geistlich missbrauchten Menschen und die Symptome von sexuell missbrauchten Menschen fast identisch sind. Was ist sexueller Missbrauch? Sexueller Missbrauch ist, wenn du eine andere Person benutzt, um dein sexuelles Verlangen zu befriedigen. Benutze also niemanden, um dein sexuelles Verlangen zu befriedigen. In einer Ehe gibst du dich dem anderen hin. Sobald du anfängst, deinen Partner zu benutzen, missbrauchst du ihn. Im Extremfall geschieht das mit Gewalt und Zwang. Aber viele Kinder werden ohne Gewalt sexuell missbraucht und erleiden trotzdem das gleiche Trauma. Sie werden mit Geschenken, Süßigkeiten und allem Möglichen dazu verleitet. Überleg mal, dein Sexualtrieb ist ein von Gott gegebenes Geschenk. Sobald du andere benutzt, um ihn zu befriedigen, missbrauchst du sie. Du hast vielleicht eine Vision, die Gott dir gegeben hat, oder sogar einen Dienst, den Gott dir gegeben hat. Was geschieht? Um das zu erfüllen, brauchst du Menschen. Ich werde eine umfangreiche Lehre über feine Grenzen und Grauzonen machen. Daniel hat mich dazu inspiriert.
Es ist ein feiner Unterschied, ob man mit Menschen zusammenarbeitet, um Gottes Auftrag zu erfüllen, oder ob man Menschen benutzt, um Gottes Auftrag zu erfüllen. Das eine ist Missbrauch, das andere erfreut das Herz Gottes sehr. Genau das sagt Paulus hier. Du kannst nicht auf Kosten anderer Menschen nach deinem eigenen Wohl streben. Das darfst du nicht tun. Gott wollte, dass ich diese Schule habe. Er gab mir Daniel. Sobald ich Daniel benutze, um meinen Traum und meinen Wunsch von unserer Schule zu erfüllen, begehe ich geistlichen Missbrauch. Ich muss also die ganze Zeit dafür sorgen, dass Daniel zusammen mit mir dem Herrn dient und nicht, indem er mir dient. Paulus macht es hier deutlich. Nichts soll auf Kosten anderer Menschen sein. Gemeinde, es ist Zeit aufzuwachen. Bis morgen, Leute.